Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich gehe mal ganz kurz hoch. Ich würde gerne was zu essen machen. So. Alles, was so geht. Der Rest da rein. So. Dann wollte ich mal gucken. Zement, Mischer. Brauche ich noch 10 von denen, 4 von denen, 25 von denen. Habe ich 25 von denen? Jo, habe ich. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sehr schön. Hopp. Den Zementmischer schon mal. Dass hier schon mal angefangen wird, bevor die Nacht ist. Achso. Ups. Natürlich die auch. So. Hier, schmilzt mal lustigerweise ein. Bitteschön. So, das hier mal gegessen. So, das da mit rein, das da mit rein. Das erste, achso, kannst du noch 5 stacken. Das war jetzt ja sehr schlau von mir. Ich nehme jetzt einfach alles mit, Punkt, Ende, aus. Wenn mir das jede Folge wieder aufs Neue passiert, ich nehme das jetzt einfach alles mit. So. Das gerne noch zum Händler schaffen. Und in der Zwischenzeit fertigst du die. Ah, ist der Händler im Eisgebiet. Okay. Den kennen wir ja. Ich glaube, das war damals ein arroganter Arsch. Also ich kenne ihn. Ihr ihn vielleicht nicht, aber ich dachte, das war damals ein arroganter Arsch. Ich habe einen, der hat immer nur dumme Sprüche gebracht. Das, der in der Wüste war, glaube ich, ganz nett. Der am See war, glaube ich, ganz nett. Und der hat immer nur dumme Sprüche gebracht. Sorry, dass ich das tue. Auch das hier tut mir ein bisschen leid. Was? Schon leer? Auch schon leer. Oh. Er war schon unterwegs, sorry. War ich hier auch schon unterwegs? Nee, aber ist auch ein Mist. Brumm, 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 brumm. Blueberries und Nester. Hier gibt's Blueberries. Danke. Oh. Großer böser Wolf. Kriegst mich nicht. Da läuft ein Zombie draußen rum bei dir. So. Also, was ich bei dir mache, kannst beraten. Beklau dich. Ach, hat der früher auch schwimmt? Komm ich nicht in den Sinn. Ich müsste jetzt ein Ping-Ping-Geräusch die ganze Zeit kommen. Nice, danke. Das ist jetzt meins, ne? Ach, das geht nicht.
Schön. Haben wir das jetzt auch? Finde ich aber merkwürdig, dass kein Ping-Geräusch kommt, wenn die da draußen deine Mauern angreifen. Hier mal noch. Hier geht's runter zu dir. Da bist du. Well, everything is for sale. So, was sind eigentlich Aufgaben? If you agree to, well, I'm waiting. Darf ich mal dein Inventar sehen? Stört, dass die da draußen die ganze Zeit dagegen hauen. Ganz ehrlich, stört. Ich könnte Munition bei dir kaufen, Rüstungsblabla. Nice. Ja. So Rohre, wer es braucht. Biotika ist schon mal nett. Das Buch kenne ich schon. Helmlicht. Ach, hier gibt es das zu kaufen. Ja, eigentlich müsste ich es dir abkaufen. Oh, kostet zu viel. Alrighty sorry. Then, on your way. Warte mal, früher ging das. Konnte ich die einfach so beklauen? Ob das klappt? So. Ich höre die da draußen rumeiern. Die ekelhaften. Danke, wir nehmen sich 30 von. Okay. Das ist übrigens eine äußerst nice Jagdmesser. Hey, jetzt muss ich wirklich mal nachgucken. Können die hier einfach bei dir draußen kaputt machen? Kann nicht sein. Hey, Leute, das ist ein Händler. Man haut nicht einfach beim Händler gegen die Wand. Muss ich euch das erklären? Weg quasi. Ja. Ups, daneben. Hinten ist noch einer. Es sind mehrere. Es ist eine ganze Horde. Es ist einfach mal eine ganze Horde. Nicht genügend Ausdauer, ja. Frag mir was Neues. Ich glaube, ich beende das hier mal etwas schneller. Ja. Ja. Die beiden waren mir etwas zu stark. Das hätte zu lange gedauert. Einfach mal eine komplette Horde hockt hier. Nimm Abstand. Kopf weg. Naja, wenigstens hier und nicht bei meiner Basis. Wow. Ein Hintern greifen ist aber auch so eine Sache, ha? Besonders viel Mut braucht man dazu nicht. Ach. Ja. Haben wir es jetzt mal? Ja.
Bist du der Letzte? Heidewitzka. Heidewitzka. Da vorne ist ein Berglöwe. Literally einfach mal noch ein Berglöwe dazugekommen. Zum Glück in Ruhe lässt. Aber es kann ja nicht sein, dass die ja bei dem rumstreunern. Habe ich gern gemacht, übrigens. Könntest du mir was dafür schenken? Ich verteidige gerne die Basis eines Freundes. Gegen entsprechende Bezahlung. Nichts. Schöne Kiste. Höhe. Ich nehme auch gerne das als Bezahlung. Jetzt ist hier noch der Wolf unterwegs. Jetzt langt's wirklich. Also irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Wie der aushält, ey. Das ist so ein großer. So. Ist der von vorhin, ne? So. Gut. Wird langsam Nacht. Da hinten ist einfach noch einer. Ich habe ihn gesehen. Ich werde dann aber einfach abziehen. Dann noch ein bisschen plündern. Werde dich noch ein bisschen ausrauben. Kann nicht sein, dass die hier in Masse rumeiern an deiner Basis. Irgendwas machst du verkehrt, Junge. Irgendwas machst du ganz falsch. Ja. Okay, ich verlasse, ehe er mich hier auf der Rückseite rausschmeißt bei den Zombies, gehe ich lieber freiwillig. Viel Spaß mit den restlichen Zombies noch. Ich weiß, in deinem Brunnen ist glaube ich auch noch was drin. Aber ich habe jetzt einfach keine Zeit mehr. Viel Spaß mit den Untoten. Ich weiß nicht, warum die so auf dich stehen. Früher warst du ein Arsch, da könnte ich es verstehen. Haben die sich gedacht, Mensch, den machen wir fertig. So. München lassen wir in Ruhe. Komm ich hier über das Ding drüber? Nee. Bin hier leider auf der falschen Seite lang gefahren. Oh, bei sowas muss man aufpassen. Das schmeckt immer nach Minenfeld. So. Und da ist wieder Nacht. Aber wir sind ja gut unterwegs hier. Uiuiuiui. So. War ja klar, dass hier Missy unterwegs ist.
Nö. Da gehe ich lieber rein. Da kommt noch so einer. Geh erstmal rein und tu erstmal mein Gepäck abladen. Viel zu viel Stuff dabei. Tag, habe ich sie eingeladen? Kommen Sie da rein. Hopp, weg. Du Saftsack. Noch so einer hier unterwegs. Kann nicht wahr sein. So, was haben wir hier? Das war ja Schaden gegen Stein. Habe ich aber hier schon drauf. Ja, verändern. Kann ich den hier mit drauf geben? Bringt nicht so viel, ich weiß, aber hey. So, das Messerchen da mit rein. So. Ja, du kannst da bleiben. Vielleicht muss ich noch irgendwie verpacken. So. So. Zack. Muss ich mal gucken, mein Zementmischer. Wie weit ist mein Zementmischer? Er ist fertig, das ist sehr gut. So. Gut. Bruchsand. Ich kann jetzt hier herstellen Mischung aus kleinen Steinen, Bruchsand und Zement. So, lass mal schauen. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Oh ja, was haben wir hier noch? Nehmen wir auch mit. Rest bleibt erstmal hier. Dass die Betonproduktion einfach mal losgehen kann. Und mischen bitte. So, her. Das andere kann ich hier mal mit zwischenlagen. Lagen, genau. Zwischenlagern. So. Bitteschön. Und bitteschön. Was ist denn hier? Achso, braucht zwei. Ungünstig. Ja, ich esse erstmal das hier weg. Gut, gut. Das Fleisch kann hier mit rein. So. Nicht verstauchen, bitte. So. Gut, habe ich erstmal die Ecke ein bisschen verstärkt. Kann ich hier drinnen weitermachen, da sehen sie mich nicht so leicht. So. Was ist denn das hier eigentlich? Pflasterstein. Pflasterstein. Aus Lehm und kleine Steine kann ich Pflasterstein herstellen. Kann ich den auch in meinem Ofen herstellen? Kurze Frage von Freund. Ich nehme das hier mal raus. Pflasterstein. Nochmal. Kommt bloß nicht so viel bei rum, ne? Ja, gut, kannst du ja herstellen.
Egal, habe ich hier ein bisschen mehr dabei. Kommt mir ja auch eher darauf an, XP zu bekommen dadurch. So. Zack. Überlege nämlich noch, ob ich meine Umrandung hier ein bisschen anders ansetze. Ob ich die hinten ein bisschen breiter mache. Oder ein bisschen versetzt, besser gesagt. Habe ich eigentlich... Ich habe auch noch einen Punkt übrig. Genau. Kann ich mal gucken. Bubenjunge, Erdbohr und sowas. Na, und hier sind wir noch Stromschnappe. Sollte ich auch mal langsam mit einsetzen, weil mit der Zeit kommt das einfach zusammen. Ist hier einer drinne? Ist hier einer? Jetzt mal kurz gucken. Hä? Sieht mir an, als wäre einer drinne, aber das kann doch nicht sein. Na du Arsch. Würde ich mal abfahren, was du da machst. Weg mit dir. Du lebst immer noch, du hast nur noch einen Arm. Weg mit dir. Wenn ihr erfallen, so kann ich eigentlich auch mal entsorgen. Abgebaut. Ich bin schon wieder hungrig. Es kann nicht sein. Im 5-Sekunden-Takt ist der Junge hungrig. Meine Güte. Was ist das mit dir, Junge? So, und jetzt aber ja nicht nochmal hungrig sein. Gestern Nacht ist hier Ruhe angesagt. So. Uff. Uff. Irgendjemand schleicht draußen rum. Irgendjemand schleicht schon wieder draußen rum. So. Kann ich abbauen eigentlich? Ja, brauche ich alles nicht. Puff. So. Gibt nicht viel, aber gibt was. Zack. So. Weg. Damit. Da war auch mal das Dach von dem Ding weg. Ich wusste nicht, dass das tragende Kartons sind. Ich hätte nicht gedacht, dass das tragende Kartons sind. Wer konnte das denn ahnen? Eigentlich mochte ich dieses Dach. Ach. Nur diese tragenden Kartons, ey. Nun gut. Ich möchte auch den Müll hier loswerden. Den hier auch. Und das Auto auch. So. Ich habe leider wieder mal vergessen, wie so häufig man die Folge begonnen hat. Ach, herrlich. Aber wenigstens haben wir jetzt nachts immer was zu tun, wenn wir hier Bruchsteine und sowas herstellen oder Zement, besser gesagt. So, weg damit. Ja, komisch aus. Irgendwann. Naja, noch nicht. Sag mal,
schon wieder jemand an meiner Mauer? Hier würde ich stehen lassen, die Mülltonne, weil über die komme ich gut hier hinten drauf. Alter Falter, wenn ich rausfinde, dass schon wieder jemand an meiner Mauer herumklatscht. Irgendwo da hinten wahrscheinlich. Was ist das? Was ist das? Ja, nachts bringen sie mehr, weil sie nachts gefährlicher sind. Aber auch nerviger. Ach. Wo hat die denn schon wieder hier rumgeklatscht? Hier hinten. So. Furchtbar. Ganz furchtbar Nachbarn habe ich. So. Wie viel Bruchstein habe ich? Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht mehr so viel dabei gehabt. So. Ich höre einfach schon wieder jemanden draußen rumeiern. Im 5-Sekunden-Takt sind die hier unterwegs. Das ist wirklich zum Haare raufen. Warte mal bitte. Einmal, was bringst du beim Zerlegen? Zerlege jetzt diese Taschenlampen. Niemand braucht so viele Taschenlampen. Zack. Ja. Sehr nice. Bitteschön. Kann hier erstmal mit rein. Ich kann derweil hier ein bisschen weitermachen. Die sind direkt in der Mauer, oder? Noch einer. Kann ja nicht wahr sein, ey. Als normaler Bürger kann man ja nicht nachts seine Mauern verstärken, ohne dass irgend so ein Vieh kommt. So. Zack. So. Sehr schön. Ja, mit Beton klappt das. Mit Zement, da kann man gut leveln. Nichts mehr übrig. Schauen wir mal. Was ist denn hier Neues? Zementmischer. Ah, ja. Kenne ich bestimmt schon. Prügelpeter, was ist denn eigentlich Prügelpeter? Da steckt nämlich, ja, du weißt, wie man Knüppel schlägt. Eigentlich nö. Donnerbüchsen. Schnell und lade schneller nach. Ja, rein theoretisch müsste ich auch auf die gehen, weil früher oder später will ich ja sowas hier haben. Na? Deswegen, ich gehe mal. Was habe ich nochmal für die doppelläufige? Doppelläufige. 6 Stück. Boah, ist das teuer. Aber ich war früher immer so unterwegs, dass ich immer eine dabei hatte, wenn ich in ein Gebäude reingegangen bin, weil auf kurze Distanz super tödlich. Das sind die ja, ne? Ne, das sind Robotikteile. Welches ist denn... Schockstäbe, Handfeuerwaffen.
Rotfindenteil habe ich gar nicht, sowas. Oha. Good to know. Hier kannst du mal zerlegen, übrigens, by the way. Ich höre da draußen schon wieder so ein Ekel. So ein ekelhaftes Vieh rumdackeln. Hier steht die Krise. Die sind hier ja im 5-Sekunden-Takt unterwegs. Sobald es um 4 ist, gehe ich raus und hau den um. Ich weiß nicht. Die hauen meine Steine an. Die hauen einfach mal meine Steine an. Eisen, geschmiedetes Eisen. Fertigen. So, jetzt gehen wir dahin. Welche Sau? Nicht hier. Nicht hier. Ich habe doch gehört, wie einer hier meinen Stein eingeschlagen hat. Ja, da fehlt doch einfach mal ein Block. Du kannst mir doch nicht sagen, dass der vorher schon gefehlt hat. Oh, guck mal. Ja, schön in meiner Basis drinne. Nice. Schön, dass ihr euch gegenseitig bekämpft. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Kann ja wohl nicht sein. Flüchtet hier. Never ever flüchtest du vor dem Kampf. So. Weg mit dem. Ich muss irgendwie an die Schrotflinte rankommen. Oder an Teile von der Schrotflinte. Das ist noch so die kleine Herausforderung. Die Pistole ist auch fast im Eimer. So, da ist sie wieder ganz. Muss ja immer schön darauf achten, dass alles funktioniert. Ja, Getränke habe ich noch eigentlich. Bin auch mal gut gesättigt und nicht hungrig und so. Was ist denn los? Bin ich nicht gewohnt. Sehr unvertraut, macht mir Angst. So, einschalten. Nee, das machen wir immer nachts. Immer nachts machen wir hier weiter. Also ich hatte mir wirklich vorgestellt, hier noch eins nach da drüben zu setzen. Und meine Mauer hier hinten, nicht hier vorne enden zu lassen, sondern bis dahin, bis zur Grenze zu schicken. Na? Und dann wird die auch mehr als ein Stick und noch ein bisschen höher. Weil selbst wenn das zu viele Zombies mal als nächstens werden, damit sie lange aufgehalten werden, wo sie durchkommen. Ich weiß echt nicht, wann ich die Folge angefangen habe. Das ist das Schreckliche. Ich weiß es wirklich nicht und dementsprechend würde ich jetzt hier einfach mal die Folge beenden, in der Hoffnung, dass es 30 Minuten sind oder so. Wenn es weniger ist, es tut mir leid. Ich habe mit mehr gerechnet. Was ich aber noch mache, ist diesen einzelnen Block, den irgend so ein Idiot rausgeschlagen hat, wieder zu ersetzen. Ich möchte keinen Zombie direkt angucken, aber vor der Nacht war er noch da. So.
Ja, und dass hier das Dach eingebrochen ist, das wollte ich eigentlich auch nicht. Gut, aber wie gesagt, ich finde es schon schön, dass wir hier vorne jetzt Beton haben. Das hält ihn ein bisschen auf. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tödelö.